Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Die allgemeine konjunkturelle Gesamtlage an den Weltmärkten mit besonderem Blick auf die USA, die Schweiz und auch auf China. Um das geht es heute in der neuesten Sendung vom Prime Invest und damit ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Keller und ich freue mich auf weitere Einschätzungen in dieser Sendung mit dem Sandro Merino, dem Anlagechef von der Basler Kantonalbank. Ganz herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Keller. Grüezi. Wir zeichnen das Gespräch wie immer auf am Montag, am 4. Nachmittag im Handelszentrum von der Basler Kantonalbank. Herr Merino, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, um was es heute vor allem geht. Machen wir doch eine kleine Tour d'Horizon und fangen an in den USA. Wie stört die konjunkturelle Entwicklung? Man liest ja immer noch sehr viel von der US-Notenbank und von Leitzinserhöhungen und von weiteren Plänen. Ja, wir haben natürlich immer noch das Thema die Geldpolitik und die Inflation. Immer noch bei rund 5%. Es ist zwar auf dem Weg zu moderateren Niveaus, dürfte aber noch eine Weile gehen. Dann haben wir ja in den letzten Wochen einen Zinsschritt gesehen. Wir sind bei über 5% inzwischen mit dem Leitzins und es kommt wahrscheinlich noch mal ein Schritt. Und dann ist vermutlich bei der Geldpolitik eine Pause angesagt. Und auch in der Eurozone, Inflation und in den USA, vor allem auch ein bisschen Befürchtungen zu einem konjunkturellen Einbruch im zweiten oder dritten Quartal und so bei den Dienstleistungen eigentlich aber Rückenwind, so ein bisschen gemischtes Bild. Und wir glauben nicht, dass wir eine Rezession haben in den USA über das ganze Jahr 2023 gesehen, aber wir sind immer so ein bisschen noch in einem recht unsicheren Umfeld, was die konjunkturelle Entwicklung betrifft. Aber wir sind jetzt schon relativ weit vorangekommen mit der Straffung der Geldpolitik und es fängt schon ein bisschen an, Debatten über Zinssenkungen, die dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr wirklich könnten, stattfinden. Also so gemischte Nachrichtenlage insgesamt, aber nicht so schlecht, wie man vielleicht vor einem Jahr auch schon hätte können befürchten. Als Kleinanleger wüsste ich jetzt nicht genau, was das jetzt für mich bedeutet. Mit Ihrer Einschätzung, die Sie jetzt gegeben haben, ist es nicht mehr das Gemetzli vor einem Jahr? Kann ich ruhiger bleiben? Oder ist es immer noch mit irgendwelchen Faktoren drin, wo alles wieder können umstürzen können? Nehmen wir doch zum Beispiel die ganze Geschichte mit den Banken. Da ist ja am Anfang gestanden von der Credit Suisse, vom Credit Suisse Untergang. First Republic Bank ist jetzt übernommen worden von der JP Morgan. Ist das damit jetzt Ruhe im Stall, wenn man so sagen kann, oder ist das eigentlich die Fortsetzung von einer Krise? Ja gut, die ganzen Turbulenzen im amerikanischen Regionalbankensektor sind noch nicht vom Tisch, oder? Wir haben dort erhebliche Kursverluste. Wenn man die 40 wichtigsten US-Regionalbanken nimmt, dann haben die Aktien von diesen Banken im Jahresverlauf um die 40% an Wert verloren, also eine Krise. Und wir haben auch schon zwei Untergänge gesehen, von der Silicon Valley Bank und jetzt die First Republic, die übernommen worden ist. Notabene, JP Morgan hat den Kaufpreis nicht an die Aktionäre von der First Republic gezahlt, sondern in einen Einlagensicherungsfonds. Oder? Das ist auch eine interessante Variante, dass man sagt, die Bank ist nicht mehr zu retten gewesen. Also warum sollen da noch Milliarden an die Aktionäre fließen, sondern man macht ein Beitrag zur Stabilisierung des Finanzsystems, auch wenn es nur ein Tropfen ist auf den heißen Stein, aber trotzdem. Und somit sind die Turbulenzen bei den Banken in den USA noch nicht wirklich vom Tisch. Oder? Also das kann man nicht sagen. Aber es ist auch so, dass man doch denkt, dass es Wege gibt, irgendwelche Eskalationen aufzufangen. Über Übernahmen oder staatliche Eingriffe, wie auch immer. Aber es ist doch noch erheblich viel Unsicherheit drin, einfach aufgrund von der Zinserhöhung, aufgrund von der Bilanzstrukturen und. Also ist einiges noch offen. Können Sie auch noch etwas sagen zu der Teuerungsrate? Hat sich das entwickelt in den USA? In den USA ist es recht zurückgekommen. Wir sind jetzt noch in der Nähe von 5%. Tendenz sinkend, aber die Frage ist halt, wie schnell dass die Teuerung zurückgeht. In der Eurozone sind wir noch bei 7% und die Zinsen sind noch wesentlich tiefer, oder? Bei 3,75%. In den USA doch über 5% inzwischen. Also es ist schon noch ein rechter Weg, bis man wirklich kann sagen, die Inflation ist jetzt noch wieder normal. Also irgendwo in der Nähe oder sogar unter 2%. Oder? Also das ist noch nicht geschafft, aber
es deutet schon einiges darauf hin, dass man das Ziel weiterverfolgt und dass es geldpolitisch gelingt, die Inflation nochmal erheblich zu dämpfen, aber es braucht wahrscheinlich eine gewisse Geduld, oder? Gut, dann wechseln wir, schauen in die Schweiz und dort sind Sie eigentlich sehr zufrieden als Anlagechef. Sie sagen, wenn Sie es anschauen, dann belegt die Schweiz Spitzenplatz. Wie meinen Sie es genau? Ja, bei den Aktien ist es recht gut gelaufen dieses Jahr. Man darf natürlich nicht vergessen, dass wir hohe Verluste hatten im 2022. Also wir sind noch nicht auf dem letzten Rekordstand von Anfangs 2022. Also es fehlt schon noch gut 10%, um die Verluste völlig zu kompensieren, die man seit Anfangs 2022 erdulden musste. Aber wenn man die Statistik anschaut, von Erholungsphasen bis zum nächsten Allzeithoch, dann ist die Erwartung, dass wir bis Ende nächstes Jahr wahrscheinlich einen neuen Allzeitstand erreichen könnten. Es spricht nichts dagegen. Es sind zwar konjunkturelle Schwächen im Moment gesehen, oder weltweit, aber nicht strukturell besorgniserregend. Es ist mehr zyklisch und wir glauben, dass doch die Chancen intakt sind, bei Aktien wieder ein neues Allzeithoch zu erreichen. Man kann schwer voraussagen, ob das ein Jahr braucht oder drei, aber es deutet wenigstens nichts darauf hin, dass man nicht wieder von dem Niveau heute aus wieder vernünftige Aktienrendite darf erwarten. Also wir sind auch seit im Oktober vom letzten Jahr übergewichtet bei Aktien, der Taktik. Wir haben das immer wieder in Frage gestellt, aber wir sind dabei geblieben. Bis jetzt sind wir eigentlich glücklich über die Entscheidung. Es ist immer so, dass bei Aktienanlagen Haufen Probleme im Weg stehen, aber dass die Aktien dann eigentlich oft gleich weiter steigen, obwohl nicht alles rosig ist. Aber das ist weder jetzt noch in vergangenen Marktphasen anders gewesen. Also, und man kann aber auch sagen, dass die Bewertungen nicht im Extrembereich sind. Also wir sind irgendwo bei einigermaßen fairen Bewertungen. Also es ist nichts extrem aus dem üblichen Regime, sage ich jetzt mal, was Aktien betrifft. Von dem her sind wir trotz allem mittelfristig, also das heisst auf ein, zwei Jahre, recht zuversichtlich, dass man es nicht bereut, wenn man jetzt in Aktien investiert. Wir haben, bevor die Sendung angefangen hat, zusammen noch vorher angeschaut, wie sich die Industrietitel Schweizer Aktienmärkte entwickelt haben. Da gibt es also stolze Werte. Holz sind zum Beispiel, glaube ich, 30%, fast 30%. Heisst denn das jetzt, oder ABB ist auch offen stark, kann ich dort noch rein oder bin ich zu spät, wenn ich es noch nicht gemacht habe? Ja, über das mit dem Sport ist bei Aktien, kann man immer sagen, oder? Weil Aktien wachsen exponentiell. Also langfristig haben sie 7-8% Rendite pro Jahr. Also über 30 Jahre oder 20 Jahre ist das die Erwartung. Von dem her ist es nie zu spät. Man muss halt einfach dann die nötige Gelassenheit haben, wenn es mal Verwerfungen gibt, wie wir es ja letztes Jahr zur Genüge gesehen haben. Und das Jahr hat man ja Rendite von über 14% müssen haben als Aktie, um in der ersten 10 zu sein von den 20 SMI-Aktien. Also, wir haben Spitzenreiter, Lonza, Richemont, Holcim, Sonova, Swisscom mit Rendite über 20%, oder? Das ist sehr erfreulich. Und der Index ist 10% im Plus. Also, ist für sich allein ist das 2023 bisher ein sehr gutes Aktienjahr. Also Richemont zum Beispiel ist ja ein Luxusgüterkonzern, der hat neue Rekordmarken erreicht. Da ist meine Frage, wenn man das vielleicht so sagen kann, das ist für mich das Zeichen, oftmals läuft wieder voll. Also das ist ja, ich meine, der läuft dann gut, wenn der Konsum gut läuft. Ja. Haben wir die Krise überwunden? Ist das das Beispiel dafür oder macht es einfach Richemont viel besser als Konkurrenz? Ja gut, Luxusgüter sind natürlich nicht der gleichen Konsumeinschränkungen unterworfen wie der breite Konsum, oder? Aber wir haben sicher wieder Öffnung von China gesehen, die Reisetätigkeit hat wieder zugenommen und in dem Sinn glaube ich, ist der Luxusgütermarkt wieder lebhafter als während der Pandemie sowieso und das kommt den Unternehmen jetzt wieder zu gut, offenbar, aber es gibt auch andere zyklische Titel wie Holcim oder ABB, die auch recht gut gelaufen sind das Jahr, also das deutet darauf hin, dass wir doch mittelfristig wieder eine Erholung von der Wirtschaft sieht und dass auch das aktuelle Geschäft nicht so schlecht läuft. Oder? Also von dem her läuft das recht gut. Am Schlusslicht haben wir natürlich Credit Suisse, ist klar, im SMI, das ist keine Überraschung. Und UBS auch? Also UBS auch. Also wenn man jetzt sagt, der Kauf von der Credit Suisse ist jetzt so eine super
Deal gewesen, ein Schnäppli, wo man ganz günstig ganz viel Wert gekauft hat. Dann ist man als UBS-Aktionär eigentlich im Moment der das zahlt, oder? Die Aktie ist nicht gut performt das Jahr im Vergleich zum Index. Und auch langfristig ist die UBS eigentlich höchstens durchschnittlich gewesen, also im Einklang mit dem SPI, aber nicht ein Titel, den man jetzt haben müssen. Dividendenrendite ist auch nicht wahnsinnig toll letztlich. Also bestenfalls ist man so gut wie der Gesamtmarkt, also wie der SPI oder der SMI als Ganzes, aber es glänzt jetzt eigentlich nicht und der Markt ist eigentlich recht skeptisch im Moment jedenfalls. Kann sich ja ändern, aber im Moment hat die Übernahme von der Credit Suisse Wert zerstört, oder? Weil so viele ungelöste Fragen im Raum stehen, dass man als Aktionär natürlich sich sagt, wäre wahrscheinlich besser gewesen ohne die Credit Suisse am Hals, oder? Als UBS-Aktionär im Moment. Jetzt. Und so denkt der Markt heute und das ist volatil, man weiß das, aber ja, es ist offen. Ob es jetzt gelingt, auch für den Aktionär von der UBS, der ganze Aufwand, der jetzt nötig wird, oder die nächsten Jahre, um das zu bewältigen, oder ob das denn gut ist für das Geschäft, kann man sich schon fragen. Oder? Kein Wunder am Paradeplatz, zumindest nicht das schnelle, grosse Wunder. Zum Schluss schauen wir noch auf die konjunkturelle Entwicklung in China und generell auf den Aktienmarkt in China. Herr Merino, in Ihrem Newsletter, wo Sie ja einmal in der Woche schreiben, oder im Newsletter von der Basler Kantonalbank, äußern Sie grosse Zweifel und Skepsis zum chinesischen Aktienmarkt. Was sind denn die Probleme? Ja, zum einen haben wir die politische Polarisierung, die offensichtlicher Jahr für Jahr deutlich ist, krass ist, oder? Zwischen den USA und China. Und China hat sich auf die Seite von Russland geschlagen und man merkt ein bisschen, es wirkt immer ein bisschen weniger klar, ob das eine gute Idee war ist oder aus Sicht der Chinesen. Und sie distanzieren sich auch teilweise davon, versuchen durch Friedensinitiativen, die aber wenig Substanz haben, irgendwo ein bisschen ausgeglichener da zu stehen. Der Westen fragt sich sehr intensiv, was sind unsere Abhängigkeiten von China im verschiedensten Bereich, Medikamentenknappheit, Energie und, Rüstung etc. Und das kann nicht gut sein für chinesische Unternehmen, oder? Wo auch außerhalb von China Wachstumschancen wahrnehmen wollen. Also ich glaube, das ist eine geostrategische Frage, die sich wahrscheinlich auch am Aktienmarkt zeigt. Es ist natürlich schwierig, das direkt nachzuweisen, dass der chinesische Markt am Schlusslicht ist das Jahr wegen so Fragen. Aber man kann sicher nicht mehr vorbehaltlos in Länder wie China oder Brasilien investieren, ohne dass man sich über die politische Positionierung ein bisschen Gedanken macht. Oder? Kann man überhaupt, das betrifft mich jetzt Grossanleger, wenn man in der Fonds drin ist, China umgehen? Geht das überhaupt? Nein, wenn man in die sogenannten Schwellenländer investiert, dann ist gerade bei den Aktien China, Indien und paradoxerweise auch Taiwan und Südkorea mit grossem Gewicht drin, oder? Und dann ist man exponiert. Allerdings tun die meisten Kunden ja relativ kleine Prozentsätze in Schwellenländer allozieren, sodass man. Dann kann man sich aber auch fragen, ja gut, aber ich meine, es macht am Schluss auch keinen grossen Unterschied für Gesamtrendite, ob man jetzt Schwellenländer hat oder nicht. Aber das ist bei jeder Anlageklasse so. Aber die Frage stellt man sich einfach häufiger, oder? Was ist genau der Grund, warum ich jetzt in Schwellenländer investieren soll? Und was sind natürlich auch die Risiken und die Unwägbarkeiten auf politischer Ebene, oder? Gut, wir sind fast am Ende von dieser Sendung. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Sie haben sehr beschrieben, wie Sie es sehen, in den USA, in der Schweiz, eben auch in China. Wir haben über Banken noch geredet. Sie bleiben, das halten Sie fest, in den Aktien übergewichtet. Jawohl, letzten Donnerstag haben wir das wieder festgehalten im Anlageausschuss. Und man muss ja immer abwägen. Es ist ja, so ein Entscheid ist ja nie klar. Es ist letztlich ein Entscheid, halt. Darum ist es ein Entscheid. Darf ich das noch fragen? Das interessiert mich jetzt einfach. Ist das auch ein Bauchgefühl bei Ihnen? Ja, wir haben schon das Framework. Also wir haben verschiedenste analytische Faktoren, die wir anschauen, oder? Die uns zumindest einmal in eine bestimmte Richtung ein bisschen vorgenommen machen. Weil wenn die Bewertungen jetzt extrem hoch wären, dann hätte das vielleicht den Ausschlag gegeben, anders positioniert sein. Aber man darf nicht vergessen, bei Aktien hat man halt einfach Zeit, die für einen spielt. Also langfristig müssen wir eigentlich immer ein bisschen übergewichtet sein, weil die Aktien halt die Performance historisch halt gezeigt haben. Also wenn man ein bisschen an das historische Muster der letzten 100 Jahre glaubt, dann hat man ja einen gewissen Bias, bei Aktien optimistisch zu sein. Und dann versucht man das noch zu timen. Also
das Bauchgefühl spielt am Schluss sicher auch eine Rolle. Aber es soll nicht nur das Bauchgefühl sein, sagen wir es mal so. Gut, ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg bei Ihren Einschätzungen. Vielen Dank, Herr Keller. Das war es von Prime Invest. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das doch. Das ist möglich auf allen gängigen Podcast-Kanälen, Apple Podcast oder auch Spotify. Dann sind ihr immer dabei, wenn der Sandro Merino oder andere Experten von der Basler Kantonalbank aktuelle Einschätzungen geben mit einem lokalen Blick auf die Aktienmärkte. Nochmal vielen Dank fürs Interesse und weiterhin eine gute Woche. Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.